Einfach mal mit Strom in diesem Raum abstellen. Kein Problem. Was tust du, indem du? Indem du diesen Linien folgst? Diese Tür gehst? Diesen Leitungen folgst, die da runtergehen? Nicht in den Wasser. Naja. In das Wasser springst? Da hoch gehst? Diese Rittertrophäe da unten rausholst? Und nimm. Ach, komm, Betsy. Ja, dann folgst du diesen. Du magst das da, ne? Upgrade? Was meint damit Upgrade? Es ist ein Upgrade verfügbar. Was heißt das für mich? Verbessert während einer Combo in Battle Rank, mit dessen Hilfe die Gegner ausgeschaltet werden können. Verdoppelt auf einem perfekten. Haha, perfektes Timing und ich. Ihr seht, was da nicht passt. Das habe ich bereits freigeschaltet. Das ist Blödsinn, das geht doch bei mir eh nicht. Erhöht Effizienz von Standard Battle Ranks und verlängert die Zeit, bei der sie betäubungskampfunfähig bleibt. Das ist was für mich. Möglichst zwei Ziele gleichzeitig auszuschalten. Es gibt so viele schicke Sachen, ne? Gefahrenfall ist explosiv automatisch gezündet. Durch die Vergrößerung der Reichweite des. Länger. Erhöht effektiv aus der Sequenz. Heißt erleichtert die Dechiffrierung. Das ist super einfach. Vergrößerung der Reichweite des Sequenzes. Das ist das Ding, was mir fehlte. Explosivkiel, Reihenfolge. Das ist nicht schlecht. Aber ich möchte erstmal Sachen für den Kampf haben. Alles nicht schlecht, ne? Dafür ist ja da. Es ist eine Verbesserung. Jeder will sie haben. Oh, hi. Nein. Was finde ich hier alles an bösen Sachen vor? Hier ist noch nichts. Was war denn da? Was steht da? In Erinnerung an Thomas Wayne. Und Martha Wayne. Waren. Lüftern von Gotham. Sprich, Großsteuerzahler. Guck mal da. Patientengespräch Pamela Lillian Eisley, 12. November, 11.33 Uhr. Guten Morgen, Pamela. Wie geht es dir heute? Danke. Heute ist ein besonderer Tag. Was meinst du damit? Heute ist der Jahrestag meines neuen Lebens, als ich mein wahres Ich, meine Bestimmung gefunden habe. Beziehst du dich auf das Ereignis mit Dr. Woodrow? Ja, was sonst? Natürlich, damals dachte ich, Jason hätte mich vergiftet, aber wenn ich zurückschaue, hat er mir einen großen Gefallen getan. Und wieso glaubst du, das, was er getan hat, hätte dir geholfen? Er hat mir eine größere Welt gezeigt. Eine Welt, die ich beschützen muss. Natürlich wurde mein erstes Angebot zurückgewiesen. Angebot? Du hast versucht, jeden in Gotham zu töten? Manchmal muss man große Schritte im Leben machen, um etwas Neues entstehen zu lassen. Oh. Bitte, ich bin nicht wichtig. Ich kann dir nicht helfen. Dein Glück, dass der Boss nicht will, dass wir zu hart zu dir sind. Er hat gesagt, du wärst der perfekte Köder. Verstehe ich nicht. Du bist doch nichts Besonderes. Wer soll dich retten? Ja. Die Federmaus! Genau die. Gute Idee. Hier bist du, Federmaus. Wow. Du wirst bluten, Batman. Oh. Tatsächlich. Zeig's ihnen, Batman! Schlag weiter! Du musst ihn umhauen, Batman. Das wird weh. Ihr haltet nicht eine Minute gegen Batman durch. Ich schlag dich grün und blau. Du bist tot, Batman! Komm schon! Ey! Dein Freund nicht auf die Schulter klopfen, brauche ich echt nicht. Ich bin nicht dein Freund. Mach sie fertig, Batman! Das wird weh.
Muss mal kurz zur Seite gehen hier. Sag mal. Das ist ja mies. Also von mir jetzt. Schlag ihn nochmal! Ihr haltet nicht eine Minute. Ich übersetze mich durch. Ja. Leute? Oh nein! Er hat keine Mutter gegen sie durch. Oh, ist das nicht süß? Lade. Okay. Halt, bitte. Ich bin nicht wichtig. Ich kann dir nicht helfen. Dein Glück, dass der Boss nicht will, dass wir zu hart zu dir sind. Er hat gesagt, du wärst der Ver... Er ist hier! Da! Muhaha! Batman! Schlag weiter! Batman kommt dann mal runter. Alles okay, Kumpel? Alles super! Batman! Mach sie fertig, Batman! Alter, fliegt der vielleicht? Wow! Ja, hast du nicht drauf? Ihr haltet nicht eine Minute gegen Batman durch. Achso, der ist schon weg. Ich muss übrigens kontern, Batman, ne? Das ist übrigens das Ding mit dem Rückangreif. Mal guck mal, das ist die Karte. Ihr haltet nicht eine Minute gegen Batman durch. Na komm her. Aus mit dir. Sehr dramatisch. Schneidest du mich los, Batman? Ich weiß noch nicht. Guck mal, hier kann ich meinen Health-Suit wieder aufladen. Oh, guck mal. Gas. Hallo, Karl. Danke. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Solche Typen verspeise ich zum Frühstück. Was haben sie hier drin gemacht? Die, die mich nicht geschlagen haben, gingen darüber und hantierten an der Stromsteuerung rum. Keine Ahnung, was sie gemacht haben. Mysteriös. Wahrscheinlich und haben sie irgendwo unter Gas angehoben. Joker diese Kontrolleinheit vermint. Das wird härter als vorher, aber dieses Risiko muss ich eingehen. Patientengespräch Pamela Lillian Isley, 14. November, 10.21 Uhr. Hallo Pamela, heute will ich auf etwas zurückkommen, was du in unserem letzten Gespräch gesagt hattest. Fragen Sie mich, was Sie wollen. Du sagtest, dein erstes Angebot, Gotham zu helfen, wurde zurückgewiesen. Wie kommst du darauf? Was meinen Sie? Du hast tausende gefährlicher Spuren in Gotham freigelassen, hunderte Menschen getötet. Wie soll das jemandem helfen? Körper interessieren mich nicht, Doktor. Diese schrecklichen Fleischsäcke, die rumlaufen und meine arme Welt ist mit ihrer Virenarroganz zerstört. Aber bist du nicht auch einer dieser Fleischsäcke? Du warst auch eine Ärztin. Wie kannst du uns im Stich lassen? Das passiert einfach so. Aber dich lasse ich nicht im Stich stehen. Du bist anders. Mit dir fühle ich mich verbunden. Wirklich? Aber was? Natürlich. Oh oh. Ich hab's, glaube ich. Ich glaube, ich habe die Stromzufuhr des Generators unterbrochen. Hast du fein gemacht. Nur was ist das? Ich habe eigentlich mehr gedacht, dass ich jetzt... Habe ich mein erweitertes? Ich hätte das jetzt das weiternde öffnen haben müssen, ne? Damit wäre ich da jetzt herankommen, da hinten. Na ja. Ich bin Batman. Ich habe vollkommen überzogen. Batman entschuldigt sich. Oder teilt Batman das einfach in zwei Folgen. Batman muss gleich alles in zwei Folgen aufteilen. Entschuldigung.
Sonst darf ich noch 10 Minuten spielen. Na, du bist aber hartnäckig, Bats. Immer einen Schritt voraus. Es dauert nicht lange, bis ich eine Armee von Titanmonstern befehlige. Stellt euch nur vor, wie ich durch die Straßen getragen werde und über die Leichen der unschuldigen Bürger steige. Es wird herrlich werden. Ich kann's nicht erwarten. So, was kommt hier auf uns zu? Also das Leben lädt ziemlich langsam auf, ne? Fällt mir gerade so auf. Ich gehe gerade schon, weil ich befürchte, dass bald irgendwas passieren wird. So Poison Ivy-mäßig, sonst würde wahrscheinlich da jetzt keine nicht 10 Millionen Textdinger von der kommen. Turmbänder. Na gut. Laufen wir mal weiter, gucken, was hier passiert. Können wir rauf? Warum? Hi. Batman, duschst du. Gut. Ich bin Batman. Wo muss Batman hin? Batman muss raus. Wirklich? Warum? Batman kann wieder atmen. Ich habe den Strom abgeschaltet. Das war alles, was ich wollte, ne? So. Wo kann ich hier lang? Ich musste da hoch. Batman nimmt keine Leitern. Ja. So komme ich da weiter. Ich will nichts sequenzieren. Ich will hier rüberspringen. Okay, das war's. Scheinbar ja. Gut. Wir schleichen durch die dunklen Lüftungsschächte. Wir schleichen, weil es so viel Spaß uns macht. Guck mal da. Was ist das? Handschuhe? Eine Gasmaske? Ein Buch? Kann ich das öffnen? Was ist das? Freunde, wie gespielte Haltung? Was kann das sein? Da sind wir hinter der Tür. Und wo kommen wir da raus? Achso, hallo. Öffnen. Ups. Piep, piep. Sprengen, denke ich mal. Ich habe nicht mal geguckt, ob es geht. Ich behaupte einfach mal, dass es geht. Batman bringt sich in Sicherheit. Bumm. Da ist eine Tür. Das sind die Batakomben schon wieder. Will ich wahrscheinlich hin. Das kriegen wir alles sehr schnell hin. Oh, Batman. Noch eine Mutation.
Wenn Joker diese Monster erschafft, hat er die Formel noch nicht perfektioniert. Ich muss mich beeilen. Oh Mann. Batman springt. Auf, ist da was? Okay. Haha, ich meine, oh, es geht da ab. Ich finde das sehr gefährlich. Das ging auch so. Was mache ich hier? Ach da. Hilf mir! Antwort ihm! Hör auf! Ich hab dir gesagt, was du wissen wolltest. Du hast jetzt alle. Bitte, lass mich gehen. Hilfe! Niemand kann euch mehr helfen. Ich bräuchte alle noch. Ja. Ich bin Batman. Geht's dir gut? Sehe ich gut aus? Ja. Sie wollten mich töten. Wir versteckten uns gerade im Vogelhaus. Und dann kamen sie mit Joker rein, schossen um sich und verfrachteten uns in Käfige. Sind sie immer noch drin? Keiner ist seitdem rausgekommen. Du musst ihnen helfen. Bleib hier. Drei im Vogelhaus gefangene Krankenpfleger. Das werden wir tun, aber erst in der nächsten Folge. Was ist Batman? Batman. Bis dann. Ciao, ciao. Danke fürs Zusehen.